Kennen Sie das? Hatten Sie schon mal ein Projekt, bei dem Bereichsleiter, Abteilungsleiter endlos diskutiert haben? Wenn Sie sich dieses Video bis zum Ende ansehen, dann sehen Sie, wie ich strukturiert mit meiner Methodik Herausforderungen in Projekten angehe, um auf effektive und schnelle Art und Weise Lösungen herbeizuführen, die das Projekt, die mich dann keine oder wenig Zeit kosten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich bin Experte für das Thema Projektsteuerung. Ich helfe Unternehmern und Projektleitern dabei, ihre Projekte immer erfolgreich und effektiv umzusetzen. Und das mit einer einfach einzusetzenden Methode. Und genau die werde ich mit Ihnen teilen. Damit Sie in Zukunft wieder mehr Zeit für Familie, Hobbys und natürlich auch für sich selber haben. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Die diskussionsfreudigen Bereichsleiter oder das Machtgerangel. Schauen wir uns die Situation an. In diesem Fall handelt es sich um ein Organisationsprojekt, das heißt, ein großes Unternehmen wollte outsourcen, das heißt die IT outsourcen und auf sogenannte Service Level Agreements umstellen. Der verantwortliche Projektleiter zur Durchführung war auf einmal in der Situation, dass er gemerkt hat, dass 4 starke Bereichsleiter, von denen er dringend Informationen benötigt hat, um das Projekt voranzutreiben, in Detaildiskussionen verfielen. Das heißt, diese 4 Bereichsleiter saßen zusammen und haben über sehr, sehr technische Details sehr, sehr intensiv diskutiert. Problem für den Projektleiter, ganz klar, Zeit. Das heißt, die Diskussion, die Bereichsleiter konnten sich natürlich auch nicht täglich zusammensetzen für dieses Projekt. Die Zeit lief dem Projektleiter davon. Und zwar ohne, dass er die benötigten Informationen aus den Bereichen bekommen hat, die er gebraucht hat. Und genau das war die Herausforderung, mit dem ich dann in dieses Projekt hinzukommen durfte. Der Projektleiter hatte das Gefühl, dass er den 3 Bereichsleitern gegenüberstand und konnte sie, egal was er machte, nicht dazu motivieren, in die gleiche Richtung zum Projektziel mitzuziehen. Er stand ihnen im wahrsten Sinne des Wortes gegenüber. Und genau hier komme ich wieder mit meinen 3 Schritten: Erkennen, Entschlüsseln, Lösen. Das heißt, um eine effektive Projektsteuerung aufzusetzen und genau diese Herausforderung schnell zu lösen, ging ich in das Erkennen und wir haben gemeinsam uns die Symptome angeschaut. Ich habe das erste schon genannt, es gab sehr, sehr viele Diskussionen, die immer wieder sehr technisch waren. Egal, wie sie im Detail aussahen, welcher Punkt diskutiert wurde, es war auffällig, dass die Diskussionen sehr schnell sehr technisch wurden. Es fiel auch auf, dass es wurde sehr sanft diskutiert, also mit wirklich Kaschmirhandschuhen. Es wurde nie laut, es war immer eine freundliche Atmosphäre, aber man hat sich auch nie verständigen können. Selbst wenn man Ja-Ja gesagt hat, kam in den Minutes raus, dass das eigentliche technische Problem, was hier diskutiert wurde, nicht gelöst wurde. Es wurde dann, und das war ein weiteres Symptom, auch ersichtlich, dass die Zuordnung verschiedener Techniken zu verschiedenen Bereichen nicht klar geklärt wurde. Und genau deswegen haben die Bereichsleiter aus ihrer Sicht auch nicht die Unterstützung geben können, die Informationen geben können, die das Projekt benötigt hätte, weiter voranzugehen. Und genau das war das Problem. Wir hatten erkannt, es gab endlose Diskussionen und jetzt mussten wir eben verstehen, warum, welchen Grund haben die 4 Bereichsleiter, diese Diskussion so exzessive durchzuführen. Und genau hier kommen wir zu Schritt Nummer 2. Der Schritt Nummer 2 eben, um in die Situation zu kommen, dass alle in den gleichen Strang, in die gleiche Richtung ziehen. Der zweite Schritt, die Ursachenanalyse, das entschlüsseln. Wir haben die Symptome genommen und haben sie in die Checkliste der Ursachenanalyse eingeführt, haben einen dicken Bruchstrich gezogen und haben herausgefunden, es war ein Machtgerangel. Die Idee war ganz einfach. Die 4 Bereichsleiter hatten erkannt, die technische Zulieferung wird outgesourced. Das heißt, in Zukunft wird man für Service Levels verantwortlich sein. Und da war die Regelung ganz einfach.
Wer die meisten Service Level Agreements in seinem Bereich hat, ist der Mächtige. Und klar war auch die Überlegung sicherlich bei dem einen oder anderen da, was passiert denn, wenn er zu wenig Service Level Agreements in seinem Bereich hat, für die er zuständig ist, ja, dann ist das vielleicht ungünstig. Ja, und genau das war die Ursache. Die Ursache war, man konnte sich auf dem Level natürlich nicht entscheiden, denn keiner wollte was abgeben, hat das aber auch nicht direkt ansprechen können und hat das über technische Detaildiskussionen, wollte man das ausfechten. Nachdem wir das erkannt haben, ganz klar der dritte Schritt, wir wollten eine Lösung finden. Auch hier wieder, wie immer, meine ganz klare Aussage, die Lösung, die jetzt kommt, ist ganz speziell abgestimmt auf die Menschen, das Projekt und die Unternehmenskultur, die ich hier vorgefunden hatte und kann man auf gar keinen Fall übertragen. Das heißt, auch wenn Sie ähnliche Symptome in Ihrem Unternehmen vorfinden, eine Ursachenanalyse ist zwingend notwendig, ganz individuell für die Menschen, das Projekt und die Unternehmenskultur, die in Ihrem Umfeld vorhanden sind. Ansonsten wird es hier nicht funktionieren, die Ursache gezielt aufzulösen. In dem Projekt waren wir aber nicht in der Lage, die Service Levels auf die Bereiche aufzuteilen. Das war nicht Bestandteil des Projektes und ist dann auch oder sollte dann auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt vom Vorstand aus passieren. Nicht in unserem Projekt. In dem Moment war uns klar, wir müssen anders vorgehen. Wir waren pragmatisch und haben gesagt, in Ordnung, wir schreiben jedem Bereichsleiter einen Zettel, welche Aktivitäten, welche Informationen das Projekt benötigt. Also, er hat eine ganz klare Aufgabenbeschreibung bekommen auf einer DIN A4-Seite, was man von seinem Bereich erwartet. Das Gleiche haben wir auch für den Projektleiter gemacht, haben es natürlich vorab zur Information auch verteilt, ob alles richtig ist, was darin steht, was natürlich fachlich dementsprechend auch formuliert wurde. Und der Projektleiter hat dann in einem Meeting mit den Fachbereichsleitern vor deren Augen diese Seite unterschrieben. Damit hat er ihnen das Wort gegeben, dass er eben seine Ziele erreichen wird und hat auch darum gebeten, dass die Bereichsleiter ihre Projektaufgabe mit den darin identifizierten Zielen unterschreiben. Die rechtliche Bindung, darum ging es ja gar nicht, die gab es auch nicht. Was wir erreichen wollten war, dass auf gleicher Augenhöhe die vier Bereichsleiter und der Projektleiter sagen, okay, das machen wir in diesem Projekt, das sind die Ziele des Projektes und das liefern wir zu diesen Projekten und dazu gebe ich meine Unterschrift ab, mein Wort, auf Augenhöhe, vor dir. Das hatten die noch nie gemacht. Das war auch ein bisschen Fleißaufgabe, das dann richtig einzutüteln, denn so einfach ging es nicht. Aber am Ende war es dann so, sie haben es akzeptiert, haben unterschrieben und in diesem Moment haben die technischen Detailinformationen, Diskussionen auch aufgehört. Und genau mit dieser Lösung kamen wir dann eben zu dem Ergebnis, die hatten unterschrieben, die technischen Detaildiskussionen haben aufgehört, denn sie haben ganz klar gesehen, dass wir nicht das Ziel hatten, die Service Level Agreements den Bereichen zuzuordnen. Wir haben das exkludiert, wir haben ganz klar gesagt, das ist nicht Ziel dieses Projektes, das wird woanders stattfinden. Und ihnen war klar, wir verlieren hier nichts, wir werden hier unseren Teil dazu beitragen, dass es weitergeht. Und genau das ist passiert. Hatten Sie schon mal eine ähnliche Situation in so einem Organisationsprojekt? Dann freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Sind Sie neugierig auf mehr? Haben Sie Fragen, Anregungen? Sind interessiert an mehr Tipps oder Praxisbeispielen? Schauen Sie doch einfach auf meinem Blog vorbei, regelmäßig. www.drmartinmoss.com. Ich freue mich, Ihr Dr. Martin Moss.